Was kann ich denn schaffen? Oh nein, 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 nein. Hm. Nein. Nein. Das ist ein Hit-and-Run-Ding. Und... Lauf! So, der Galgen sieht doch schon vielversprechend aus. So! Was ist denn überhaupt? Ah, okay. Ah, schön. Bringt mir aber auch nichts so richtig irgendwie ohne Fackel. Vielleicht muss ich hier jetzt erstmal zurück, um irgendwie eine Fackel zu holen. Um hier zurückzukommen. Ah, das sieht nämlich nach Fackel da vorne aus. Die holen wir uns mal. Yes. Wunderbar. Schön. Okay, cool. So, dann machen wir erstmal die anderen Fackeln an. Und dann werden wir auf jeden Fall die Rune hier wahrscheinlich vorne finden. Also muss bestimmt auch ein Mordspaß gemacht haben, diese Stimmen für sie einzusprechen. Gods. But what if they lied? What if the darkness took her and trapped her here? So, denn ob wir jetzt Mutter finden? Oder ob es eine Falle ist? Sehen wir jetzt. It's a trap. The beast is coming. No, 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 Uncharted, Uncharted, move! What have you done? No! No! You've lost him! It's over! The darkness is back. You've lost him. You've lost him. Der Kopf ist weg. Dylan's Kopf ist weg. Without his head, he will never bring his soul back. His fate is sealed. Now it can see you at your weakest. The time you suffered as a child at the hands of your father Zindel while you pined for Dillion. Do you remember the darkness, Senua? The beast is bringing it back. Oh, schön eingesperrt worden, na toll. Mother. Why did you leave me? This darkness, it's spreading. Father's keeping me away from the others. Away from Tilly. I won't give up. I'm not going to rot in here.
going to find Dillion? Das ist natürlich nicht so geil irgendwie. Jetzt ist uns der Kopf von Dillion immer weggeflogen. Irgendwie. Den sollen wir jetzt holen oder was? Meine Güte, ey. Ich sehe den doch nirgendwo. Der ist doch Matsch, Alter. Scheibenkleister, ey. Siehst du, das ist doch nicht umsonst ein Zaun. Da soll man nicht runter. Ah. Ah. Der ist definitiv platt. So. Ist eine Fackel für uns? Flamme an. Überall kraucht die Dunkelheit lang. So. Dort drüben warten Runen. Oh nein. Achso, okay. Dachte, das ist die Fackel flöten. Hm. Zack. Okay, gut. Machen wir es mal schnell. Das ist echt, das ist ein blöder Gegner, muss ich sagen. Smash! Oh, krass. Tatsächlich werden die Gegner aber immer nebulöser irgendwie. Also schon nur noch feinstofflich. So, darf ich mich jetzt bitte auf meine Rune konzentrieren, liebe Spinner? Dankeschön. Was ist denn los? Ja, warte mal, guck mal, die Fackel. Ich glaube, das sollte ich mal eher machen. Bevor ich mir irgendwelche Zeichen angucke. Oh, Gottes Willen. So, gut, hier kommen wir nirgendwo durch. Dann nehmen wir mal hier hinten weiter. Vielleicht finden wir noch was. Was ja auch so richtig abfuckt wäre, ist tatsächlich, wenn sich das alles nur in ihrem Kopf abspielt. Und die Wahrscheinlichkeit dafür ist tatsächlich sehr hoch. So, where is the R? Schön illuminieren. Ja, so. Schade, sieht eigentlich, könnte tatsächlich sein, und wir würden da oben irgendwie Licht hinbekommen. Aber wie? Hier kommen wir ja nicht hoch, ne? Oder doch? Einfach bloß so abgetan, als wenn man irgendwie hochkommt? Nee, nein, man kommt hier hoch. Es ist doch zum Kotzen, ey. Ach, nee, du. So, genau. Jetzt machen wir hier an. Und jetzt werde es Licht. Das ist echt blöd. Ich gehe so schnell davon aus, dass das eine Sackgasse ist irgendwie. Das ist echt... Oh ja, liegen Steine vor, kommst du hier hoch.
So, na, das war ja ein leichtes. Wenn man sich mal überlegt, tatsächlich, wie weit die schon gekommen ist. Also, ich wäre nicht mal... Wenn ich mir die erste Leiter hochgekommen. Das ist genau das, wovon ich vorhin Angst hatte. Scheiße. Schnell los. Kleine Sinuja, lauf! So. So. Okay. Wenn die Stimmen jetzt wieder stärker? Und da unten hat man schon gesehen, da wartet die nächste Rune auf uns. Es geht immer tiefer. Immer tiefer. So. Ja, Point of No Return. Okay, gut. Das könnte gut aussehen da drum. Ups. Nee, das haut nicht hin. Scheiße. Okay, wir müssen die Perspektive wechseln. Ach Gott, jetzt müssen wir schnell sein. Hm. Okay, beeil dich, beeil dich. Okay. Okay, also jetzt haben wir schon mal gesehen. Was passiert, wenn wir nicht schnell genug sind? Oh, scheiße. Ah. Ja, jeder Tod könnte es sein. Komm irgendwie, nee, das kann ich nicht abstellen. Irgendwie. Aber oben war auch ebenfalls ein Feuerkorb. Bringt mir hier aber nichts. Nee. Der bringt mir hier nichts. Oh, hier vorne ist noch ein Schrein. Rian the Dwarf's sole desire is to possess this dragon's accursed treasure, and he uses Sigurd to reclaim it. He tells Sigurd the story of Fafnir's gold, and the good-hearted hero promises to slay the dragon if Rian would forge a strong sword for him. Sigurd remembers that his father once possessed a sword given to him by Odin. Odin broke the sword to bring about Sigmund's death, but Sigurd's mother still has the pieces. And so Rian reforges the famous sword. Sigurd uses the sword first to avenge his father, and then he and Rian go in search of Fafnir. Nein. Nein, scheiße, wir kommen hier nicht rüber, ey. Okay, also wir müssen tatsächlich erst das andere Ding lösen. Ist Geschwindigkeit der Schlüssel? Also ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber ich weiß jetzt ansonsten nicht wirklich, wie wir das da oben irgendwie zum Leuchten bringen können. Also selbst wenn ich da durchrenne, habe ich keine Fackel. Sie hat schon eine Kiste, ja, ne? Ja, schon. Jetzt, wenn ich jetzt nur hier durchgehe, durch... Soll ich...
Wir kommen auch nicht mehr zurück, ne? Irgendwo sagt, okay, man. Sie ist jetzt ja ein bisschen weniger. Könnt ihr mal probieren, dass ich. Nee. Dass man mit der Fackel irgendwie durch das Loch durchkommt. Aber das ist wahrscheinlich. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Die Tür weiter aufziehen? Kann man natürlich nicht. So. Also wir müssen mit Feuer durch, weil ansonsten, wenn wir da oben die Fackel, also die, den Feuerkorb nicht anmachen, wirft es keinen Schatten und ist das ganze, der ganze Move sinnlos. Du musst auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wie kriegen wir die Fackel hier durch? Kann ich irgendwie. Nee, also sobald sie zu nah rangeht, ist die Fackel aus. Kann ich die schmeißen? Nee, geht leider nicht. Blöd ist, sie klettert hier auch nicht hoch. Hm. Okay. Das ist knifflig. Kannst du oben, wo das Wasser herkommt, etwas bewegen? Das Problem ist, dass ich jetzt hier runtergesprungen bin. Und wahrscheinlich hier nicht mehr hochkomme. Haben wir hier drüben irgendwo Licht, dass ich da hinrennen kann? Dort hinten. Tana, wir haben ver. Achso, da hat den Feuerkorb halt angemacht, ne? Das heißt, da ist. Ich müsste sogar noch die Brücke runter machen, bevor ich zum Licht komme. Das ist auch schwierig. Ich würde es mal probieren. Was soll passieren? Okay, alles klar, cool. Sie hat's. Ah, geil. Schön. Hätte ich jetzt nicht gedacht, irgendwie. Ich dachte, wir gehen drauf, aber. Senuia ist halt einfach mal. Eine richtig krasse Schrüppe. Dass sie jetzt natürlich dagegen springt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber cool. Nice. Where is she going? Faster, faster, keep going, keep going. Ja, 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 ja. Ist doch gut. Ist doch gar nicht so schlimm. So, dann können wir den anmachen. Und wir haben es. Kurz ist die Frage. Du kannst ja von drüben machen. Oh, und Stress hier die Stimme, ey. So. Oh, ein schöner Tunnel. She can't help but think of him. A tender guiding flame in a world so black. The longer it burned, the more she convinced herself that there was nothing beyond its reach. How little separates us from what we fear. She has to. The dragon Fafnir is so large and deadly that it would be impossible to kill him face to face. But each day, Fafnir crawls across the heath to find water. So Sigurd digs a pit in the dragon's path and lies in wait in it. When Fafnir slithers overhead, Sigurd sinks his sword into the dragon up to the hilt. Sigurd leaps from the pit, and Fafnir sees his killer. He warns Sigurd that the treasure will lead to his death, as it led to the death of all who owned it. Sigurd replies that death comes to all men,
and every man would want to be wealthy until that day. And he takes the treasure. Sehr unangenehm, Felix, sehr unangenehm. Ach Gott, oh noch. Kriechen, ey. Oh bitte, nein. Da vorne ist schon wieder so viel Wasser. Nein. Oh Scheiße. I'm coming for you. Oh, cool. Nein, sie ist an. Sie ist aus, sie ist aus. Komm bei dich, Bad, steh doch mal auf. Und nun, wo sagt denn hin? Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh, wir haben Dylan wieder. I am leaving with him. You turn your back on me. That is why Dillion will rot in hell. Nee, schön. Schön, schön. Gleich noch an die andere Seite. Das Auge raus drin. Krass. Ein Bissen und das war's. Breathing Darkness. So krass. Gottschwert. Zu früh gefreut, Scheiße. Krass, krass. Muss auch mal das Gegnerdesign mal loben. Die ganze Welt wird so stimmig an sich selbst. Ein bisschen weniger stimmig wäre schön. Krass, Alter. Das ist jetzt total geiler Bossfight. Sehr, sehr geiler Bossfight. A familiar hand. Cold and cruel. He tried to fix her with his rituals. Kept her trapped in that hole. She couldn't say which was worse. The darkness. Or the monster that her father had become. She couldn't fight them both. And so she left. Headed for the one ray of light that shone down on her. If she had stayed, she wouldn't have survived. Maybe Dillion would still be alive.
I'm so sorry, my love. She will save his soul. Even if this time. Halt auch wirklich gut irgendwie, also das sieht hier echt gut aus, diese Realfilm mit der Digitalvermischung irgendwie. Sonst sieht das ganz schnell ganz billig aus. Hier kommt das wirklich gut. Forgive me, Senua. I know you have no reason to trust me anymore. But believe this, it was my mission to make you hate. To hate the darkness with a passion so great it will focus your mind on this quest. For without it, I fear you would have left those slack. All this time, I wanted to protect you from the truth that would have destroyed you a long time ago. But you have conquered your darkness at every turn. You deserve to see behind the veil of darkness. Then take me to the mountain to trust you, as deep as we can go. I won't stand in your way. She has to trust him. You will not survive what is in there. Alter, geht das noch schlimmer? Also diese Bestie war schon krass. Diese Bestie war schon richtig krass. Also ich weiß jetzt nicht, wie sie das jetzt hier noch steigern wollen. Wahrscheinlich der Kampf gegen dich selbst irgendwie. Du kämpfst gegen dich selbst nachher. Mother. Gott. I won't let the darkness trick me again. I know so, lieben, ab dem Punkt machen wir jetzt aber einen Cut. Feel Hannah's gaze, searching for secrets inside of me. Oh. Secrets that even I can't see. I'm not here to fight my past. I'm here for Dillion. I will fulfill my vow, whatever the cost.